Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge wurden die Slums von diesen komischen Geistern angegriffen und ja, wir haben die Leute hier natürlich gerettet, weil wir sind ja voll der liebe Typ, ne? Und was ist hier denn noch? Eingangstor, aber da komme ich nicht hin, ne? Gut, wir gehen dann jetzt nach Sektor auf zur nächsten Mission, keine Ahnung. Barrett will, dass wir hier uns jetzt mit dem Zug zur nächsten Mission begeben und ich weiß jetzt nicht mehr genau, also ich weiß schon, was nach diesem Gebiet gekommen wäre, aber das Spiel tut ja hier und da mal wieder ein paar neue Sachen reinballern und ja, ich frage mich, ob das jetzt die Mission ist, die jetzt nach diesem Gebiet kommen würde, weil wir haben jetzt Cloud, Tifa und Barrett, also das würde so ungefähr hinpassen, was im Original passiert ist. Aber ja, da waren auch Jesse, Wedge und Bix dabei. Deswegen verwundert mich das jetzt hier gerade, ob wir die jetzt ohne die machen oder ob jetzt wieder eine Filler-Mission kommt oder so. Sagen wir mal, keine Ahnung. So, ich gucke jetzt einfach mal. Sobald wir im Zug sind, beginnt er. Bist du für alles bei? Wir gehen jetzt einfach mal los und gucken mal, als nächstes kommt. Wenn ja schon Sachen bekannt vorkommen, dann. Bix, er hat bestimmt schon angefangen. Wir müssen die Zeit wieder aufholen. Und verschieben geht nicht. Weißt du, wie viele bei der Aktion involviert sind? Die lässt sich nicht einfach so verschieben. Wir haben 6 Leute. Wir auch schon gewarnt. Im Kampf gegen Shinra zählt jeder Tag. Ist alles deren Schuld. Wir ziehen das durch. Die Shinra-Leute einfach hier so einen Typ mit so einem Gewehrarm hier durchlaufen lassen, ne? Oh, ganz normal. Verschworene Bande. Jetzt sind wir wahrscheinlich Kapitel 5, ne? Ja, hätte ich doch noch letzten Moment. Da steht jetzt Kapitel aus. Guck mal da, man kann. Okay, aber wenn man jetzt durchgespielt hat, dann kann man ein Kapitel auswählen. Gut zu wissen. Immer der Schnauze nach. Unser Ziel ist Reaktor 5. Vom Bahnhof aus schleichen wir uns durchs Wohngebiet. Dann dringen wir in das Gebäude ein und gehen vor wie beim letzten Mal. Wir suchen den Reaktorkern. Genau. Und jagen den Laden in die Luft. Jesse und Wedge fehlen zwar, aber wir packen das schon. Okay. Klar. Na gut. Lady. Was geht, Tifa? Cloud, wir passieren in Kürze einen ID-Kontrollpunkt. Das ist der erste. Warum so besorgt? Irgendwas lässt mir keine Ruhe. Ich weiß auch nicht warum. Kannst du im anderen Abteil vielleicht mal nach Barrett sehen?
Ich mache mir ein bisschen Sorgen um ihn. Wieso das? Barrett ist vor solchen Einsätzen immer ziemlich angespannt und geht den anderen Fahrgästen vermutlich ordentlich auf den Geist. Na. Lass ihn einfach. Ach bitte, Cloud. Tu mir den Gefallen, ja? Bin gleich wieder zurück. Danke. Dann wirst du ihn doch mal ein bisschen Dampf ablassen. Na, chillt doch da. Er ist natürlich neben den Typen gesessen, anstatt irgendwo anders. Sollte man alle festnehmen, die von Avalanche. Seit der Ankündigung herrscht in allen Abteilungen Chaos. Die Leute haben Riesenangst. Aber ich... Nein, wir werden weiterkämpfen. Die Reaktoren stehen niemals still. So, so. Was ist? Sehen Sie das anders? Ob ich das anders sehe? Worauf du ein... Tun wir nicht. Willst du, dass wir auffliegen? Singt die Siegesfanfare von Final Fantasy. Geil. So. Bloß nicht, ich habe dich nicht gesehen, Schätzchen. Heilen. Bleib mal tiefer. Ich komme hier alleine klar. Ich wüsste nicht, was wir zu bereden hätten. You just got pound FTW. Now you're dead because we killed you. We took you by surprise. Boom. Ah! Und die Final Fantasy Fanfare Lyrics hatte, hieß das Video, glaube ich. Ja, wo sind die jetzt schon wieder? Wieso das? Oh nein. Ja, wir sind also doch in dieser einen Mission aus dem Original. Alarmzustand ausgelöst. Zu ihrer eigenen Sicherheit beginnen wir nun mit einer Personenkontrolle im ganzen Zug. Nein! Lass los! Mir nach! Hilf den Leuten! Einzelüberwachung? Verstanden. Boah, wie kämpft man nochmal? War jetzt eine ernste Frage. Ich wusste jetzt nicht mehr genau, wie man angreift. Und das X drücken. Ja, Bewegung. Ich komme ja nicht durch. Warte, so komme ich durch. Boom. Ich hau erstmal die ganze Dings hier kaputt, ey. Ich komme ja nicht durch. Da muss ich die erledigen oder was? Also wir sind in der Mission vom Original. Aber Bix und Wedge und Co. sind nicht da. Na, geh weg, lass mich nicht an. Sehr gut. Oh, kommt direkt neue. Das nimmt kein Ende. Ja. Wirklich kein Ende. Bleibt nur eins. Am Bahnhof werden wir erwartet. Wir springen. Bei voller Fahrt? Wir ziehen die Notbremse. Auf den Wegsplan E. Bereit. Warte. Yeah.
für dich. Und los! Einfach nur so Geräusche, wie in so einen Müllton reinknallt. Bist du okay? Ja. Oh. Und direkt neue Gegner. Ja, kommt nur her. So, oh, ich habe ich schon, ne? Blitz, oh, sehr gut. Den gesehen. Und zack. Ja, so geht's auch viel schneller. Und die Fahrt. Einen anderen kaputt gehauen. Ist das Materie? Nee, das ist einfach nur Licht. Und tschüss. Blitz und Donner. Das ist bestimmt Barrett. Da könnte auch jeder sein. Aber wir haben dann... Zeig mal. Kann ich mich hier einfach aus... sorry, Barrett, aber oh, meine Knochen tun ein bisschen weh. Ich muss mich mal kurz ausruhen. Er hat ja nichts dagegen. Ne? Die steht da nur daneben. So was zum Teufel, klar. Denn vielen Dank übrigens, dass du gerade mit mir gesprochen bist. Kein Problem, du hast ja keine schwere Last. Was? Ich bin doch kein Sack Kartoffeln. Die sich überhaupt keine Sorgen um Barrett machen. Gott, hier kommt Züge vorbeigefahren. Barrett wird jetzt vom Zug überfahren. Game over, dachte ich jetzt. Köstlich, köstlich. Ah ja. Tod einfach mal so von der Schippe zu springen. Sir. Wirklich lästiges Ungeziefer. Und der dritte ist auch noch am Leben. Ist umstellt. Ihr werdet den dreien ein Wiedersehen. Sir, zu Befehl. Das ist aber nett. Aber ich hoffe, da hat wieder, hat er auch so eine Pferdelache wieder so. Ja, die hat man ja nie gehört in den Spielen. Gab ja keine Sprachausgabe damals. Und er soll angeblich voll die Pferdelache haben. Ja, oh Gott. Okay, kam von der Seite. Wir haben die Leute mit den falschen IDs. Erbitte Verstärkung. So, ihr seid einfach Gardisten, ne? So, machen wir den hier. Zack, daneben. Sehr gut. Und gerade ergeben uns eine Waffe weggeschmissen. Zack. Oh, noch eine. Das war's dann wohl. Warte mal, ich will das mal umändern. Das kann man doch, glaube ich, irgendwie umstellen, ne? Und zwar Heiltrank, ne, dann mache ich da wie in Kingdom Hearts und Blitz kommt dann hier hin. Hier kommt Vita hin. Dann kommt, also nicht, bei 3 kommt. Nee, das mache ich lieber so. Kommt ja Impuls. 4 kommt Schwertsturm. So muss ich mir halt nur noch merken und dann läuft das richtig toll. So, wie weit ist denn der? Wie sind du da hingekommen? Nur darüber gekommen, ey. Ja.
Ist auf der, oh, wir sind auf derselben Schiene gefahren, Mann. Mein Gott, wie schnell tiefer da wegrennt, ey. Keine Angst, Alter, wir sind schon fast da. Ach, schafft er schon. Okay, eigentlich abgelege. Oh, jetzt habe ich dazu auch so Dings draufgepackt, ne? Ich trotzdem noch per Menü hier. Boom. All mit einem Schlag weg. Einmal so geschwungen, dann seid ihr alle weg. Ich will nur jetzt nicht extra einen Blitzzauber noch aus. Oh, sehr gut. Wie prompt du aus Final Fantasy 15 einfach die Siegesfanfare am Kampf. Ausweichpläne. Und zwar je nach Entfernung vom Reaktor Plan B, C, D und so weiter. Bis wohin geht's? Bis. Okay. Okay. Ganz schön und knapp. Genial, was? Wir waren in Linie 4. Die verbindet den Hauptpfeiler und Sektor 4 miteinander. Wir sind jetzt hier. Oh Gott. Wir haben die Gleise zu Reaktor 5. Also Straßenbahnkarten komme ich nicht klar. Wir folgen also erstmal den Gleisen in Richtung Reaktor. Allerdings gehen wir nicht mehr bis zum Bahnhof. Die hören uns ab, oder? Wir biegen unterwegs ab. Nach dem Zwischenfall im Zug gerade würden wir sonst sicher einer kleinen Armee die Arme laufen. Hier lang. Okay. Unsere Leute in Sektor 5 haben die Route markiert. Macht euch keine Sorgen. Das wird schon. Ganz sicher! Also schnürt die Schuhe und spurtet brav los! Also lass uns mal wiederholen. Ich glaube, die Leute, unsere Feinde haben das noch nicht gehört, ey. Die Phase tritt etwas früher ein, als wir geplant hatten. Sehr wohl. Es wird alles so laufen, wie von Ihnen gewünscht. Exekutiert. Phase 5. Ja. Phase E. Wir haben auch einen Plan E. Die Analytik kommt mit der Untersuchung gut voran. Aber die Verluste sind zu groß. Wir müssen... Habe ich euch etwa dafür anstellen lassen? Damit ihr mir euer Leid und eure Sorgen klagt? Sir. Verluste, sagst du? Die interessieren mich nicht. Gardisten gibt's schließlich im Überfluss. Wenn dir die Männer ausgehen, dann hol einfach Nachschub aus Sektor 3 hinzu. Muss man euch denn hier jeden Gedankenschritt einzeln vorkauen? Nein. Je dümmer das Volk, desto schwerer hat's der Ton. In dieser Hinsicht hat der Direktor es eindeutig besser. Schließlich kann er sich auf mich verlassen. Okay. So. Sind wir zu dritt, gut. Da ist, wir müssen Waffen mal ein bisschen umändern. Eisenreif. Ja, passt. Ich habe nichts anderes leider. So, Materia. Ach ja. So, du nimmst Feuer. Ach ja, Glut. Ne, Feuer haben wir jetzt auch schon, ne? Mit Tiefer. Frost.
Luftglut hat sie. Nimmst du Glut raus und Luft erstmal? Du nimmst Luft und Frost. Tu mal so ein bisschen ordnen hier. Oh, Barrett nimmt Glut rein. Und Barriere, würde ich sagen. Barriere. Und Tifa nimmt dann Chakra und das jetzt Level nehme ich an, keine Ahnung. Obwohl das hier hat nur 100. Komm, lass das hier ganz schnell machen. So, ich frage mich, ob es auch hier so alle Materien und so gibt. So, wo müssen wir hin? Wir müssen. Da kamen wir gerade her, ne? Muss ich lang, da lang. Also, wir gehen erstmal zurück, wenn wir können. Halt, Dings. Ja, er hat ja noch Waffendinger und Cloud hat den Level ab. Das heißt, er kann jetzt auch noch mal seine Waffe bisschen so leveln, ne? Glaube ich. So, warte mal, ja. Ich will in die Mitte zurück. Okay, dann eben nicht. So, ich habe das schon gelesen. Materia Slot, her damit. Na, warte mal, hier alles. So hört sich ja Materia Slot schon wieder. Ganz wichtig. So, TP Maximum. Sagen physische Attacke, ne? TP Maximum klingt auch nicht schlecht. Und dann, weiß nicht, noch mal physische Attacke. Also gut, jetzt hat er doch noch eine ganze Menge von Materie, die er ausrüsten kann. Okay. Halt, ich will noch. Ganz wichtig. So, Schwertwirbel. Ist er nicht einer meiner Attacken? Wollen wir das hier voll machen? Warum hat er? Ach, das ist ein Panzerschwert, genau. Vielleicht soll ich das mal wieder ausrüsten, wenn er mehr Dinge hat. Mehr Materia-Slots. So, da hat er schon alles. Und TP magische Attacke plus 5, bei und TP physische Abwehr plus 5. Ja, immer das. Gut, dann noch mal schnell Materia. So, was können wir denen denn noch geben? Können wir da auch einheilen geben? Wer hat denn mehr magische Attacke? Sie. Ich weiß nicht, ob Vita ausgerüstet werden muss. Aber geben wir ihr mal ein. Und dann kommt hier Chakra rein, Frost und Luft. Heilen, Frost, Luft. Erdglut, Barriere. Ich würde sagen, behandeln. Weichrumschlag und wieder bleiben, weil warum nicht, ne? Muss ja Auge gelevelt werden. Oh, 5000. Na komm, warum wir im Moment noch nicht, ne? Ja, tu den Ausweichrundumschlag lernen. Keine Ahnung. So. Gut, jetzt können wir hier erkunden, nachdem wir das alles erledigt hätten. Was war das gerade? Ich habe da irgendwie so mehrere Sachen gerade gesehen.
Ah, guck mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Gut. Das haben wir alle abgeschlossen, ne? Okay, cool. Das ist ja nicht schlecht, ne? Hier geht's nicht zum Reaktor. Ich weiß. Bei Soldaten Orientierung damals durchgefallen. Halt den Mund. Hey, wenn du in diese Richtung willst, erklärst du mir das besser. Der Reaktor liegt in der anderen Richtung. Verdammt, verdammt, ich will erkunden. Vielleicht sind da ja ultimative Waffen oder so versteckt, ne? Weiß man noch nicht. Ich muss noch mal hier zurück, glaube ich. Da ist auch zum Beispiel irgendwann auf der Treppe. Ja, ist als wird so irgendwie, weiß ich nicht, Mario Kart spielen und da kommt so ein Lucky Tür auf, weil man sagt ja falsche Richtung. Oder nur erkunden, Kollegen. Weiß ich nicht. Okay, gut. Lässt mich nicht hier durch. Ich verstehe. Ich hoffe jetzt wirklich, da war jetzt nichts irgendwie. Guck mal, da ist hier zum Beispiel eine Lücke, ne? Und ich jetzt irgendwann herausfinde, dass da irgendwas Geiles war, ne? Und ich hatte jetzt verpasst habe, ne? Dann setzt es was. Na, ich kann auch hier lang, ne? So. Dann haben wir hier. Okay. Truhe. Elixier. Gut. Kann man mal gebrauchen vielleicht, ne? Also gut, dann auf nach Reaktor 5. Achte auf die Zeichen an den Wänden. Clever. Er meint Stan. Die Schnauze des Köters zeigt in Richtung von Reaktor 5. Und achtet auf die Signale. Nur Streckenabschnitte mit blauen Lichtern sind sicher. Was? Dann wollen wir mal. Ja. Das ist ein neues Viech, glaube ich. Nö. Ich mache einfach kurz und Schmerz ist weg. Boom, weg seid ihr. Ah! Was? Ja, ich habe auf Kreis gemacht. Oh. Ja, ich auf Viereck. Was ist das? Schlitz. Wir können nur die Schienen mit blauem Signal entlang. Ändern wir das nochmal. So, Blitz. Schwertsturm. Hier kommt am Blitz hin. So. Sackgasse, perfekt. Nimm das Box. Sieh zu und lern. Schlitz. Ne, Mogri-Medaille. Ich weiß immer noch nicht, wofür die da sind, aber ich glaube, die soll man sammeln. Hat, glaube ich, einer der Dings mal gesagt, hier, der Ladebildschirme. So, dann ist was für Barrett, glaube ich, ne? Wenn wir noch nichts haben. Vollständig von dem Zustand Gift. Ja, warum nicht? Besser als nichts. Protect me, Cone. Ach, sagen mir die Dinger irgendwie, wann Züge kommen oder so. Ich habe dann natürlich jetzt gerade nicht aufgepasst. Ich laufe einfach in die Mitte hier durch. Sollen eigentlich hier einen Schnitt machen gleich. Felix ist schon oben. Eigentlich sollte Jesse ihm ja helfen. Ich hoffe, er kommt alleine klar. Wir sollten uns jedenfalls beeilen. Jetzt steckt ihr fest. Irgendwo kommt ein Zug. Oder auch nicht.
Was ist das? Du bist neu. Nein, ich kaputt hauen. No. Hilfe. Hilfe, ich werde gebissen von so einem blöden Viech. Und was sind die anfällig gegen Eis? Tiefer. Was ist das? Ich glaube, ich sollte die ganzen Angriffe ja auch erstmal, weiß nicht, verteilen hier. Von jedem Charakter offscreen. Ja, gut. Ich glaube, wir gehen in den Raum hier rein und dann werden wir den Part. Und ja, gucken wir mal, wie es nächstes Mal weitergeht. Ah, hier ist auch ein Raum zum Chillen. Ether, Boom. Gut, dann tun wir nochmal schnell ihre Waffen hier hochleveln, würde ich sagen. Ne? Ihre Waffe, Einzahl und Schnelligkeit. Schaden und von Entfesselung plus 10% und physische Attacke. Ich nehme will physische Attacke. Gut. Würde ich sagen, ich beende Part hier. In der nächsten Folge geht es dann weiter auf dem Weg nach Reaktor 5, wo wir dann wieder Terroristenzeug machen werden. Stirb, Tisch. Und ja, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar, um den Kanal weiter zu helfen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank und tschüss.